Liechtenstein. Es läuft, du hast es geschafft. Der Domino Day 2002, er läuft, schon biblisch erwähnt. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nekata hat es getan. Einer und alle, das erste Motto und das erste Sprichwort. Ein Schärflein, ein Steinchen beitragen und schon funktioniert es. Die ersten 27.811 Steine sind gefallen, die Aorta läuft und ich sage es gerne nochmal, dieser große, besondere Stein, er wird versteigert beim Spendenmarathon am 28. November um 18 Uhr mit meinem Freund, Kollegen, Vorbild Wolfram Kohns und wir nähern uns schon dem zweiten Objekt. Danke an mein Idol, Uli Gott Potowski. Das ist ein Bild, ich nenne es, das ist ja der Hammer. Sie haben es eben gehört, das ist ein ganz problematisches Feld mit jeder Menge Hammer, die wir gleich erreichen werden. Dieses Bild musste mehrfach neu gebaut werden. Jetzt fallen diese Werkzeuge und lösen weitere Steine dann aus. Es gab Bodenrisse unter diesem Feld und deswegen ist es ganz neu aufgebaut worden. Man hatte Angst, dass diese Dehnungsfuge, die man eingefügt hat, dazu führt, dass es wieder fällt. Aber es klappt. Insgesamt 55.980 Steine. Dreimal muss es noch Kling machen. Und hier fällt der letzte Hammer. Das Feld läuft problemlos durch. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Das ist das Sprichwort dazu. Und noch ist es heiß, denn Sie haben gesehen, dieses Feld besteht aus zwei Reihen. Zweimal wird gehämmert. Und Sie hören auch im Hintergrund die Bauer. Die wissen, dass das das Feld ist, was sie verdammt viel Nerven gekostet hat. Noch ist das Eisen heiß. Und gleich dürften alle 55.980 Steine gefallen sein. Sie sind alle gefallen. Wir nähern uns dem nächsten Sprichwort. Trinke, wenn du beim Brunnen bist, sagt der Franzose. Man muss Wasser schöpfen, wenn das Tau, also auch der Eimer, im Brunnen ist. Und um genau das geht es hier. Dieses Projekt ist 9 Meter lang und 46.627 Dominosteine fallen um. Und das war jetzt sehr wichtig, dass der Eimer hier durch das Feld gezogen wird. Die Mechanik arbeitet mit Schwerkraft. Der sieht noch glücklich aus, der Robin, denn seine ersten Projekte laufen. Und wir kommen jetzt zu einem Feld mit 63.470 Steinen. Das ist das Feld, was Nekata so gut gefiel. Das ist das Segelschiff. Man muss die Segel nach dem Winde richten, so eine Übersetzung eines englischen Sprichwortes. Das Schiff ist in der Horizontalen abgebildet. Achten Sie drauf, die Masten stehen senkrecht und die Segel hängen noch aufgerollt daran. Die Segel sollen dann abgerollt werden von oben nach unten. Nach dem vierten Wetter. Zählen Sie ruhig mal mit. Die Masten sind 2,50 Meter und 3,50 Meter hoch. Das Segel ist 4,5 Meter lang und um das Schiff herum. Sie sehen es jetzt. Die Himmelsrichtung Nord, Süd, Ost und West. Diese Wetterhähne sind etwa 40 cm hoch, drehen sich mit der Windrichtung. Und jetzt wollen wir sehen, ob das klappt, ob wir in See stechen können. Wunderschönes Bild, dieses Segelschiff. Mein alter Juraprofessor Hans Bender hat immer gesagt, Segeln ist wie 100-Euro-Scheine unter der eiskalten Dusche zerreißen. Da sehen wir ein bisschen, etwas ist liegen geblieben in einer speziellen Kameraeinstellung. Uli? Ja, da sind einige Steine diesmal liegen geblieben und es wird ja am Ende immer haargenau wirklich nachgezählt und deshalb weiß man nie so ganz genau, wo steht man denn eigentlich mit den Steinchen. Also, es bleibt spannend, das nächste Motto, Chaos und Ordnung und das nächste Sprichwort, zwei Könige in einem Reich, das gibt Ärger und es geht um über 110.000 Dominosteine. Ganz interessante Technik, Sie sehen es hier, die Könige werden auf den Karten in verschiedenen Richtungen dargestellt, der eine nach links, der andere nach rechts auf Bild 1 und 2. Bild 3 zeigt dann später kämpfende Könige, danach
wie sich die jungen Leute freuen, die hier seit Wochen zusammen sind und zusammenarbeiten, sich international auch zusammen und sich auch wunderbar verstehen. Und sie international gemeinsam auf die Kniescheiben aufgerutscht haben, hier über diesen Boden. Jetzt fällt das Kartenhaus. Das sind die Dreiecke. Ich habe da riesen Angst gehabt, als ich zum ersten Mal in die Halle kam. Das steht ja hier alles schon ein paar Tage. Diesen Nerv von Robin Paul Weyers, das einfach hier stehen zu lassen, den muss man erstmal haben, denn ich werde immer wieder gefragt, was passiert eigentlich, wenn das Ding vorher zusammenkracht? Linda hat es gesagt, es wird ein Notprogramm bei RTL gestartet. Das ist ein Film, den wir niemals sehen wollen. Nein, weil ich könnte jetzt den Titel nennen. Ich glaube, der lautet Brachialgewalt und dann weiter weiß ich nicht mehr. So, jetzt aber 26.912 Steine, wir bleiben bei Chaos und Ordnung. Die Übertragung eines holländischen Sprichwortes, viele Schlüssel verderben das Schloss. Sie kennen das so ähnlich mit den Köchen, viele Köche verderben den Brei, das kommt später nochmal. Ein flaches Feld mit Ornamenten, die nacheinander fallen, danach werden die Mechaniken angestoßen, die die Schlüssel fallen lassen und so die Steine dann anstoßen. Ein Schlüsselerlebnis, dieses Bild. Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens. Novalis mal gesagt und hier ein Schlüsselerlebnis für die Bauer dieses Feldes. Ein schönes Gefühl für die dabei zu sein, zu sagen, ich bin Weltrekordler. Denn das macht man ja auch nicht alle Tage, dass man bei einer solchen Aktion dabei ist und dann nachher sagen kann, wir haben es gemeinsam geschafft, ein Weltrekord. So, das ist hier noch einmal der Rückblick. Ersten Objekte und dann kommen wir gleich zu den vielen Köchen, die den Brei verderben. International spricht man da auch mal von der Suppe und wir werden jetzt zunächst einmal die Zutaten sozusagen sehen, nämlich Fisch, Karotten, Pfeffer, Salz, Hähnchen, Tomaten und anschließend werden die Köche das Ganze zubereiten, das alles schön miteinander vermengen und dann ganz am Ende werden sie erleben, wenn denn doch zu viele Köche mit an der Suppe, am Brei kochen, dann gibt es ein Problem. Aufgepasst, am Ende des Bildes. 42.700 Steine. Und wenn dann gleich das Problem entsteht, dann meldet sich auch Linda. Wenn Probleme kommen, geben wir heute ab an Linda. So sind wir. Ich möchte es verraten. Viele Köche verderben den Brei. Unsere Köche werden am Ende in den Topf fallen. Aufgepasst. Er kümmert sich um die Tomaten. Und jetzt fallen sie in den Topf. Linda, mit euch unten geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid nicht mit reingefallen in den Topf. Tja, offenbar ist Linda doch mit in den Topf reingefallen. Ich habe es nicht gesehen, aber eigentlich sollte sie sich an dieser Stelle melden. Hier sehen Sie nochmal, wie die Aorta weiterläuft. Für mich ist das das schönste Geräusch. Das ist ja wie eine Sinfonie für alle kleinen und großen Kinder, dass dieses Geräusch einmal im Jahr erklingt, dieses Klackern. Und hier läuft schon das wohl berühmteste Pendel der Welt. Das kennen Sie, wenn Sie den Domino-KW kennen. Wir sind gleich wieder da. Sie verpassen nichts, denn nach der Werbung erst soll das Pendel den nächsten Dominostein anstoßen, den Sie jetzt hier im Bild sehen. Und Linda ist in der Nähe des Pendels. Linda! Genau den richtigen Zeitpunkt am Domino Day 2002. Das Pendel hat wirklich genau in dieser Sekunde ihr Aorta wieder ausgelöst. Hier sind wir wieder mit dem heute führenden Kulturkanal im deutschen Fernsehen, RTL. Ich glaube, Arte sendet heute Schwarzbild. Domino-Steinzeit, das heißt Kulturzeit, das heißt, das Niveau wird gehoben. Auch beim nächsten Feld wollen wir etwas lernen. Friesisch und Tradition heißt das Motto. Und hier geht es um diesen Zeitraum von 5 Jahren. Denn vor genau 5 Jahren waren wir auch hier in Leeuwarden. Damals feierte Friesland sein 500-jähriges Bestehen. Friesland ist ja berühmt für seine Wassersport-Tradition. Jährlicher Höhepunkt ist das Skütjesiegeln, eine Regatta von Plattbodenschiffen, die hier früher als Handelsschiffe dienten. Und das wurde gerade
hier mit 22.824 Steinen vorgeführt. Aussehen und Anschein, das nächste Sprichwort. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Über 100.000 Steine fallen. Und man sagt auch in Frankreich, es sind nicht alle Ritter, die auf ein Pferd steigen. Und das ist auch so ein kleines Pferderennen, was wir hier erleben. 29 Meter lang die Strecke, die ersten sechs Reiter, Ritter, die sind sichtbar. Danach erscheinen andere Reiter. Polizei zu Pferde, Nikolaus, ein Polospieler, ein Cowboy, Indianer und Springreiter. Und der letzte könnte Amor sein. Das Pferd, das serviert, ist, glaube ich, der fünfjährige Wallach von Ilya Potowski, Askant. Ein großartiges Pferd. Danke, Wolfram. Letzte Saison ist Askant sehr, sehr gut gelaufen, Uli. Kann man nicht anders sagen. Gut, dass wir hier ein bisschen über Galopprennen sprechen und nicht über Kugelfische oder so etwas. Jetzt kommt wieder ein sehr, sehr schönes Motiv und da will ich Ihnen jetzt schon mal ein kleines Geheimnis verraten. Wir werden Porträts sehen. Achten Sie mal auf das Porträt mit der Nummer 4. Das ist nämlich Hendrik Weyers. Das ist der Ur-Ur-Urgroßvater von Robin Paul Weyers, dem Erbauer dieses Domino-Parcours. Hier geht es um das Sprichwort, nicht jeder, der einen Bart trägt, ist schon Prophet. Aus dem Niederländischen übertragen. Und hier sind sehr, sehr viele große Geister mit Bärten abgebildet. In der Mitte aber ein Ziegenbock, denn es gibt auch das Sprichwort, hier wäre der Bart alles, sollte der Ziegenbock predigen. Pavlov ist dabei, der Mann, der den Pavlovschen Reflex gefunden hat. Sigmund Freud ist dabei. Also lauter Leute, die für dein persönliches Wohlbefinden auch wichtig waren. Wie der Ziegenbock. Genau. Sigmund Freud hat ja mal gesagt, der Verlust von Charme ist das erste Anzeichen von Schwachsinn. Wusstest du das? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Eine gewisse Schamlosigkeit macht sich hier bei dir breit, muss ich sagen. Wolfram, das war jetzt wieder unter der Gürtellinie. Wir wollen das Niveau wieder heben, Uli. Nie wieder, dass wir hier bei Arte sind. Du siehst mich auf den Knien. So, wir sind schon wieder unterwegs zu Hörnern und zum nächsten Sprichwort. Ist, glaube ich, auch in Deutschland nicht so bekannt. Das heißt, es sind nicht alle Jäger, die das Horn gut blasen, aber wir hören sie schon. Ein Feld mit viel Krach. Ich habe mir sagen lassen, dass wir noch häufiger diese Hörner hören. Ein schönes Feld. Ja, aufgebaut. 51.393 Steine sollen fallen. Was mich bislang irritiert, es geht wirklich unglaublich glatt. Alles fällt, wir haben es auch gerade gesehen bei unseren Anrufern, 89% sind der Meinung, es gibt einen neuen Weltrekord. Und jetzt entsteht, wie wir das so oft erleben, ein völlig neues Bild. Man muss dazu natürlich sagen, dass hier alles glatt läuft. Am Ende kann sich heute alles noch in eine ganz andere Richtung entscheiden. Denn Sie wissen, ganz am Ende steht ein Feld mit über 1 Million Steine. Wenn dieses Feld nicht fällt, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Das heißt, bis zum Ende bleibt es spannend, auch wenn hier alles glatt läuft. Ganz am Ende das größte Feld, das es jemals gegeben hat. Und Sie sehen, hier bleiben auch einige Steinchen stehen. Die Notare sind ja schon in der Halle, zählen jetzt schon mit. Die haben alle Felder vorher mal abgezählt und während dieser Domino läuft, zählen die schon mit 20 Helfern mit, was stehen geblieben ist. Und jetzt gibt's noch mal richtig Krach, wie versprochen. Da freuen sich die Aufbauer. Das hat perfekt funktioniert. Nochmal, die Zahlen heute stehen oder standen hier insgesamt 4 Millionen Steine. Der alte Weltrekord 3.540.562. Also da darf wirklich nicht viel stehen bleiben. CNB haben Sie da lesen können. Schein und Sein. Und wir kommen jetzt zu dem Kopfschmuck mit 104.577 Steinen. Da geht es um eine spanische Redewendung. So ein bisschen übertragen. Beeindruckender Anblick, aber ansonsten wenig zu bieten. Große Klappe, nichts dahinter. Und hier geht es eben darum, dass man sich da einen riesen Kopfschmuck aufsetzt, der wunderschön aussieht. Aber das ist eben nur Verpackung. Das Feld ist eines der größten von seiner Fläche her und völlig symmetrisch. Beginnt beim Gesicht eines Mannes, danach kommt das Kopfband, das haben Sie gesehen, dann kommen die Ohrringe, aus zwei Schalen, mit jeweils einer Kugel bestehen und anschließend fallen dann die Federn von innen nach außen, wenn es denn funktioniert. 104.577 Steine sind in diesem Projekt Kopfschmuck aufgestellt worden. Thank you.
Konstruktion. Uli, du warst ja in der Werkstatt. Wird das alles dort auch genauso getestet? Es ist unglaublich. Das ist wirklich wissenschaftlich zu nennen, was die Jungs da machen unter der Anleitung von Herrn Weyers. Das wird alles ausprobiert, bis ins kleinste Detail, manchmal hundertfach getestet. Und trotzdem kann es natürlich immer wieder an einem solchen Abend passieren, dass es vielleicht einen kleinen Materialschaden gibt oder was auch immer. Und dann funktioniert es halt nicht. Aber bislang, muss ich sagen, sieht es hier wirklich fabelhaft aus. Aber das mit dieser Kugel hier ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Idee gewesen. Die kommt auch vom Timing genau richtig und löst dann im Außenring die Federn aus. Das Motiv ist gefallen, der Kopfschmuck ist mit 104.577 Steinen gefallen. Und wir sind unterwegs zu einem weiteren Sprichwort, das da heißt, große Parade und 10 Soldaten immer noch unter der Überschrift Schein und Sein, nach dem Motto, da gibt es eigentlich gar nicht viele Soldaten, keine große Armee, und trotzdem versucht man eine große Parade durchzuführen. Und Sie sehen es hier in den Gesichtern unserer Bauer, dass sie ganz gespannt sind, ob diese komplizierte Technik denn auch funktioniert. Es sind Federn dabei, die werden aktiviert und die sollen dann die Flaggen nach oben ziehen, damit man die Parade auch abhalten kann. Und jetzt wird es hier militärisch. Es spielt die Big Band der Bundeswehr und es sollen über 20.000 Steine fallen und die Flaggen sind oben. Funktioniert. Große Parade und 10 Soldaten. Und Sie sehen es. Ein weiterer Anstoß für die nächsten Steine durch die Flaggen und große Begeisterung bei unseren Aufbauern. Am Ende
gibt immer wieder neue Überraschungen hier beim Domino Day 2002. Im Moment alles ganz sauber aufgeschrieben, perfekt. Aber irgendwann geht's dann doch schief. Nämlich? Eigentlich jetzt. Die Feder sollte Flecke hinterlassen. Aber das funktioniert jetzt nicht. Also eigentlich sollte die Feder rübergehen und das sind diejenigen, die diesen kleinen Fauxpas jetzt hier erleiden. Sie sehen es, die Feder bleibt über dem Tintenfass. Eigentlich sollte sie rüberschweben und kleine Tintenflecke hinterlassen. Hat nicht das funktioniert. Steht noch. Sie sehen, sie müssen durchschimmern den Fleck. Ja, und das und heißt, hier sehen das sie durchschimmern in den Augen dieser genau die Aufbauer. Probleme, die wir irgendwann dann doch erwartet haben. Es geht eben doch nicht alles glatt. Oder? Wir wollen aber die Katastrophe hier wirklich nicht herbeireden. Denn ich wünsche mir, dass der Weltrekorder in diesem Jahr geschafft wird. Zum Beispiel auch mit diesem Motiv. 20.958 Steine auf dem Weg, vielleicht zum Weltrekord. Auch der Beste kann fehlen. Das ist die Übertragung eines niederländischen Sprichwortes. Selbst der beste Stricker lässt mal eine Masche fallen. Hier geht es ums Stricken. Kleine Hommage an den Grünen Parteitag. Zwei links, zwei rechts, zwei fallen lassen. Was das Schöne ist, Wolfram hat hier sogar ein Kissen für mich gestrickt. Ich wusste gar nicht, dass man Kissen stricken kann, Wolfram. Hat er gemacht. Schönes Foto. Es funktioniert mit dem Stricknadeln. Dieses Feld in der Mitte begonnen, Strickmuster an zwei Seiten. Das ganze Feld ist mehr oder weniger gleichzeitig in Bewegung. So viele Augen kann man gar nicht haben, wo man da hinschauen muss. Und diese Stricknadeln machen dann eine Bewegung, stoßen den großen Kragen an, den Rollkragen, den haben Sie gesehen, der ist weg. Und die beiden haben es gebaut und sind happy und die werden sich heute Abend feiern lassen, denn das ist das Motto der Domino-Bauer am Ende, feiern bis zum Umfallen. Und jetzt kommt ein Objekt, das ich schon gesehen habe, in der Werkstatt. Das heißt Armbrust und das Sprichwort dazu, kein so guter Meister, der nicht einmal fehlt. Auch ein Meisterschütze kann das Ziel verfehlen. Also aufgepasst, wir sehen gleich dreimal Pfeil und Bogen und der wird abgeschossen. Und was passiert dann? The Best. Der Pfeil sitzt, wenn auch nicht in der 10. Der zweite Schuss müsste jetzt auch durch die Dominosteine wieder ausgelöst werden. Auch der haargenau ins Ziel diesmal. Aber was ist mit dem dritten Pfeil? Und der war der allerwichtigste. Der hat sich eigentlich verirrt und Sie haben es gesehen, dadurch wurde unten das Feld getroffen und die Steine sind gefallen. Das erinnert mich so ein bisschen an früher Lou van Burg, der goldene Schuss. Nee, hier siehst du, dass Robin Paul Weyers eigentlich Robin Hood Weyers ist. Das ist ein bisschen wie aus der Kevin Costner-Verfilmung. Mit dem Pfeil hier, auch dieses Kameramotiv. Aber das habe ich erlebt, wie das in der Werkstatt gemacht wurde. Einfach großartig. Tricks and Traps, Tricks und Fallen ist das nächste Motiv. Und dieses Feld hat der Kollege Weyers unserem Wetterfrosch Christian Heckel gewidmet, denn hier geht es darum, dass man ein bisschen in den Himmel schaut. Das ist ein Wettermann hier abgebildet. Robin Paul Weyers glaubt dem Wetter nicht so richtig, das wird Kollege nicht besonders glücklich machen. Er hat nämlich das Sprichwort einem blauen Dunst gemacht, den Kollegen hier übertragen sagt, das Blaue vom Himmel lügen gewählt. Und jetzt achten Sie drauf, eine ganz spezielle Technik. Den Stein wird an Beinchen gestellt, die fallen so ineinander hinein. Sie werden nicht wie sonst von oben angestoßen und die Lügen des Wettermannes sollen hier deutlich werden. Ich finde es ein bisschen gemein. Die blaue Brille, durch die wir gleich gucken werden, wird aufgesetzt und durch den Blaufilter sehen wir dann den richtigen Wetterbericht. Feldgröße 5 mal 6 Meter. Das Ganze läuft horizontal von oben nach unten. Immer wieder wird eine neue Reihe angestoßen. Erst wird der Wettermann angestoßen, dann der Wetterbericht und mit einer sehr speziellen neuen Technik. Es wurde da viel mit einem Blaufilter experimentiert, der jetzt kommt, um die Botschaft deutlich zu machen. Wird sie deutlich? Wetter heute 3 Grad. Ganz deutlich geworden ist sie, glaube ich, nicht. Aber Hauptsache, die Steine sind gefallen. Und unser Wetter ist immer richtig, Christian. Ich weiß es. Danke, Christian. Hast du mit dem irgendwie was abgemacht? Überhaupt nicht. Nein, das wirkt überhaupt ein bisschen nicht. So, es geht weiter. Wir sind bei dem wunderschönen
Sprichwort ein X für ein U vormachen. Es dauert aber noch einen Moment, bis wir da sind. Aber auch hier das Sprichwort in einem übertragenen Sinne. Ja, man sagt in Frankreich zum Beispiel, jemandem den Mond am Mittag zeigen. Und hier funktioniert das. Wir zeigen den Mond am Mittag im übertragenen Sinne. Und das ist auch eine sehr, sehr interessante Technik, die hier angewandt wird, bei dem X für ein U vormachen. Also hier wird wirklich mit der Fantasie gespielt. Ist ja auch so ein schöner kosmischer Tag. Draußen fällt morgen der früh, ne? Ja, dieser Leoniden-Weltraumdreck als Sternstuppen auf die Erde. Wünschen Sie sich was, wenn Sie das sehen, und hier fallen die Steine. Und ich freue mich schon darauf, mit dir zusammen auf der Autobahn das zu erleben. Heute wir werden anhalten. Ja. Wir werden uns gemeinsam das ansehen. So, aber hier bleiben wir jetzt mal bei dem X für ein U. Sie sehen es, dass das sehr schnell vorbeigegangen ist mit der Illusion. Und jetzt kommt ein kleines, aber sehr, sehr wichtiges und interessantes Feld. Das ist das kleinste Feld überhaupt. Nur 2895 Steine. Jemanden eine Rad vor Augen. Auch eine Übertragung eines holländischen Sprichwortes. Jemanden eine Rad vor Augen drehen. Steine sollen herunterfallen. Dadurch beginnt das Rad sich dann zu drehen. Und es kommt in ein spezielles Raster. Mal sehen, ob das funktioniert. Das Rad dreht sich. Ausgelöst durch die Dominosteine. Und in der Röhre befinden sich Licht und Steine, so ein Kaleidoskop-Effekt. Dadurch sind dann die Farben, die wir durch die Kammer gleich sehen sollten, sehr beeindruckend. Ich fahre mal rein. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Eisenbahn, die wir mal hatten, die letztes Jahr die Steilwand entlang fuhr. Und jetzt befinden wir uns oben rauf und schauen da hinein. Toller optischer Effekt. Das sind nur 2895 Steine. Das kleinste Feld, aber sicherlich eins der schönsten. Aber es ist nicht komplett gefallen. Da sind einige stehen geblieben. Das es ist ja Gott sei Dank nur ein kleines Feld, aber wir sehen, das läuft da, nicht alles rund. Und vielleicht brauchen wir gerade deshalb heute ein Fangnetz. Oh, und wo ist die Aorta? Wo ist die Aorta? Jetzt wird es ganz, ganz also da oben scheint es jetzt wirklich bittere Probleme zu geben. Denn was ist passiert? Läuft nichts mehr. Robin, schau, wir hören das Geräusch noch. Es gibt noch einen Klick, läuft die Aorta. Das Projekt selbst ist nicht zu Ende geführt worden. Es müsste die Sicherheitsaorta sein. Genau, hier sieht man es, glaube ich. Wissen es, da ist es hängen geblieben, schau. Sie wissen, man hat die Aorta immer ein bisschen mit Verzögerung. Die wartet, bis das Projekt fertig ist und geht dann in das nächste Projekt. Und deshalb jetzt der Jubel. Hier ist sie. Und ich wollte es eigentlich schon sagen, jetzt kommt ein Fangnetz. Mensch und Vorsorge, ganz wichtig. Wolfram und ich verkaufen auch nebenbei Versicherungen. Also insofern ist das ein großes Thema hier. Und das hier ist auch ein ganz interessantes, kleines Feld, fast mit 37.000 Steinen. Aber da hat man ein Netz eingebaut. Aber das sehen wir dann erst am Ende als Symbol für die Vorsorge. Im Moment sieht es so aus, als ob sie am Trapez hängen, ohne Netz und doppelten Boden. Aber hier hat man dann doch vorsichtshalber ein Netz mit einbezogen. Hier also ganz sicher war sich Robin eben nicht. Diesen Gesichtsausdruck sehe ich bei ihm gar nicht gerne. Sie haben es eben gesehen, als er sehr, sehr nervös am Rand des Domino-Parcours auf und ab lief. Er weiß, das darf eigentlich nicht passieren, denn die Summe dieser kleinen Fehler kann am Ende ganz, ganz böse auf der Rechnung aussehen. Am Ende fehlen vielleicht nur ein paar Steine, dann waren es tolle Motive, aber der Weltrekord ist dann plötzlich in Gefahr. Eben, die Differenz ist sehr eng diesmal, das dürfen wir nicht vergessen, da ist also wirklich nicht so schrecklich viel Platz dazwischen. So, und jetzt gehen wir wieder runter zu Linda. Und wir sind live zurück in Holland. Es ist ein wahnsinniges Timing diesmal. Also es heißt hier, noch ist nichts gewonnen. Wir sind mittendrin im Domino Day 2002. Der Rekordversuch läuft. Noch nie wurden auf einem Platz so viele Dominosteine aufgebaut wie in dieser Halle hier. Es geht um Sprichwörter wie der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hoffentlich fallen hier die Dominosteine. Jetzt sind wir in einem Feld, das einen der Hauptsponsoren dieses Domino Day zeigt. Das ist hier eine Lotterie und die kümmert sich um naturschutzbedrohte Tierarten, Kriegsopfer, Waisenkinder. Und es geht um das Feld Mensch und Natur. Und das will man hier zeigen mit 34.240 Dominosteinen. Was man dazu braucht, ist Geld, um all diese Projekte umsetzen zu können. Und all diese Scheine.
das Logo des Sponsors öffnen. Und dann sind 34.240 Steine auf dem Weg zum Weltrekord gefallen. Und das hat geklappt. Da dürfte nichts stehen geblieben sein. Und wir gehen mit Robin zum nächsten Thema. Reich und arm heißt das, und das Sprichwort, das man darstellen will, heißt: Man hält das Schaf der Wolle wegen. Und so ist es auch. Hier sehen Sie das Schaf, so wie Sie es kennen. Und am Ende, in ungefähr 30 Sekunden, werden Sie ein armes, nacktes Schaf sehen. Und die Wolle wird daneben liegen. Ist es ein normales Schaf? Und jetzt liegt die Wolle da. Einfach süß gemacht. Ganz schöne Fototechnik. Vorher, nachher. Und 45.000 Steinchen sind gefallen. Jetzt eins der schönsten Motive. Eben hat es Linda de Mol gemeinsam mit Nick Carter schon gesehen. Taj Mahal heißt dieses Motiv. Da soll Folgendes passieren. Zuerst sehen wir die Spiegelung. Das Taj Mahal im Wasser, im Hintergrund dann Schatten des Gebäudes. Die Linie läuft zur Mitte des Projektes. Anschließend soll das Feld dann von der Mitte aus gleichzeitig nach oben und nach unten fallen. Und auf dem Schatten erscheint dann die echte Abbildung des Taj Mahal. Sie wissen das, vor 300 Jahren von 20.000 Menschen und 1.000 Elefanten gebaut. 18 Jahre vor dem Auftrag des Mongolenkaisers Shah Jahan für seine verstorbene Ehefrau Mumtaz ein Grabmal errichtet. Es war seine Lieblingsfrau, aber er hatte mehrere. Diese hier hat er sehr, sehr schön auf ihrem letzten Weg begleitet und ihr ein Grabmal für die Ewigkeit geschenkt. Ob dieser Rekord heute für die Ewigkeit ist, das müssen wir abwarten. Noch haben wir ihn nicht erreicht. Also ich lausche dir noch so fasziniert. Es ist sehr glaubwürdig, wie du über diese Themen sprichst. Sehr schön einfach. Die Geschichte der Mumtaz, eine Geschichte, die ich dir letztes Jahr, glaube ich, als Taschenbuch geschenkt habe, Uli. Ja, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Deshalb schauen wir lieber in diese entspannten Gesichter. Das drittgrößte Projekt übrigens mit 123.666 Steinen. Ein wichtiges Projekt. Und wir verlassen Taj Mahal und kommen jetzt in die Welt der Pfauen. Und da muss natürlich Uli ran. Das ist klar. Das ist klar. Das zieht sich Wolfram zurück. Überschrift: Man liebt den Pfauen nicht wegen seines Gesanges, sondern wegen seiner Federn. Also er ist auch durchaus nützlich. Und all das wird sich hier in diesem Bild dokumentieren. Es ist so eine Art, Sie hören es auch im Hintergrund, wilde Betanzung, würde ich beinahe sagen wollen. Ja, so ein Pfau stellt man seiner Traumfrau gerne mal in den Vorgarten. Das ist ein Zeichen von prächtigem Schmuck, von Reichtum. Und hier geht es um Sprichwörter: Man liebt den Pfau nicht wegen seines Gesanges, sondern wegen seiner Federn. Übrigens, weil wir gerade bei Vögeln sind, es hat hier mit Tauben ein Problem gegeben zwischendurch. Hier hatten sich ein paar Tauben eingenistet in dieser Halle und die, ja, da sind, glaube ich, auch ein paar Steine stehen geblieben. Und diese Tauben haben beim Aufbauen gelegentlich auch mal was hinterlassen und da gab es ein Riesenproblem. Das haben die Aufbauer eben, Linda, ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Jetzt kommen wir zum Feld Wahrheit und Lügen und gehen zunächst ins Wasser. Die Wahrheit kommt an den Tag, um diese Redewendung geht es. Die Wahrheit kommt an den Tag. Was auch passiert, irgendwie kommt sie immer zum Vorschein, auch wenn sie aus dem Wasser kommt. Ich hätte es auch nennen mögen, stille Wasser sind tief, denn es geht um 6 Aquarienbecken. Dominos fallen unter Wasser. 1 Meter lang, 60 Zentimeter tief, die Becken stehen auf Tischhöhe und immer wieder ein anderer Trick. Treppe, Steine fallen, legen ein Stück Weg zurück, nach unten, nach oben. Sauerstoff wird hineingeblasen. Steine kommen an die Oberfläche. Luftblasen werden mit eingesetzt. Zickzacktreppen nach unten, das Licht ändert sich, die Säulen verfärben sich. Tauchen Sie in dieses Bild einfach mal mit ein. Ich möchte hier
kein Wasser sehen an dieser Stelle, keine Tränen dieser Bauerin. Sie sehen es, was man sich da traut. Robin Weyers geht immer wieder ein unheimliches Risiko ein. In den asiatischen Ländern baut man sehr viel mehr auf Sicherheit. Er geht hier immer das volle Risiko ein, auch zum Schluss dieses Riesenfeld. Er weiß genau, wenn das stehen bleibt, haben wir keine Chance. Ich gehe aber auch trotzdem unter Wasser, sagt er zwischendurch. Irgendwie wird es hinhauen. Und hier sehen wir das nächste Feld. Hier ist das mit dieser Wasserblase, die die Steine... Das ist einfach fantastisch, Digga. Die Wasserblase. Ich habe das gesehen, wie das Steine entwickelt fallen. Wurde. Es war fantastisch. Und genau so hat man sich das ausgedacht und es funktioniert erstaunlicherweise. Steine, die nach unten fallen. Aber hier gibt es ja ein Häkchen, sehen Sie? Das hat nicht funktioniert. Aber das sind nicht so viele Steine. Das sind 6506 Steine. Aber wir würden natürlich wahnsinnig gerne sehen, wie das da weitergeht unter Wasser. Aber ich glaube, es war ein Schlag ins Wasser an dieser Stelle. Auch hier sind jetzt einige Steine stehen geblieben. Aber das war eine der wirklich kompliziertesten Techniken überhaupt. Es sollten hier auch verschiedene Farbeffekte ins Wasser gegossen das werden. Das funktioniert nicht. Hat nicht geklappt. Oder nur zum Teil. Sie hören es auch an der Akustik. Und wir hören immer ganz genau hin, Uli und ich hier oben in unserer Kommentatorenkabine, etwa 15 Meter über dem Feld, ob die Aorta noch läuft. Und wenn wir dieses Geräusch hören, sind wir noch beruhigt. Und jetzt gibt es einfach mal Schnee. Die Sonne wird bringen an den Tag, was unterm Schnee verborgen lag. Ein sehr schöner Satz. Und so wird es hier auch sein. Sie sehen es. Zunächst einmal... eine herrliche weiße Fläche und dann gibt es gleich ein paar Sonnenstrahlen und dann wollen wir mal schauen, was drunter liegt. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht mehr zu sehen. Das geht jetzt so schnell, dass wir schon beim nächsten Objekt sind. Hallo? Hallo? Und das nächste Feld soll eigentlich... eine Hommage an die Bauer sein. Da soll ganz am Ende ein Pop-Art-Gebilde stehen. Mit einem Lichteffekt speziell ausgestattet. 8.727 Steine. Da sehen Sie im Hintergrund. Okay, Backlight. Das Symbol sind die Pop-Arts drüber. Und da steht Robin Paul Weyers direkt am Projekt und gibt noch letzte Anweisungen. Die Höchststrafe für jeden Domino. Steineaufbauer, der Steine umwerft, ist nicht, dass er gesteinigt wird, sondern er wird wirklich dadurch bestraft, dass sein ganzes Projekt immer wieder umfällt vorher. Und das ist hier ein paar Mal geschehen, dieses Pop-Art-Projekt auch in letzter Minute erst fertig geworden. Wenden und Folgen, das nächste Überthema. Und es geht um ein Jackett, den Mantel wenden. Und genau das wird jetzt hier auch passieren. Sie werden einen Mann sehen, der... durch das Wenden seiner Jacke zu einem völlig anderen Typen wird. Mit 66.000 Steinen. Jetzt geht er in die Umkleidekabine. Das ist das Schöne hier, die erzählen wirklich Geschichten mit Bildern. Und stellen sich vor, jeder dieser Steine muss dir vorher, wenn es ein solches Bild gibt, einzeln bearbeitet werden. Aufgepasst, jetzt kommt die komplette Wandlung. Ja. Eigentlich soll sich das drehen, ja? Komm, sagt er. Die Musik ist schon triumphal, das Motiv bisher noch nicht. Es dreht sich nicht. Eigentlich sollte sich das drehen und dann hätten sie einen Domino-Superman gesehen. Hat nicht geklappt. Aber ich sage, ich bin ja ganz beruhigt, dass ab und zu mal etwas nicht funktioniert hier. Hier geht es jetzt im Feld Wenden und Folgen um das Thema, was man nicht von beiden Seiten gesehen hat. Das kann man gar nicht sehen. Das ist auch aus dem Holländischen übertragen. Also es geht darum, dass Seiten gewechselt werden. Ganz kompliziertes Verfahren. Achten Sie mal drauf, was diese 33.118 Dominosteine können. Vier Plateaus und vier Schaukeln. Und auf Plateau 1 erscheinen nach dem Umfallen die Buchstaben LE. Die erste Schaukel rechts vom Plateau setzt sich dann in Bewegung und dann erscheint FT. Das heißt Left, also links. Dann erscheint das Wort Middle in the Middle, also die Mitte. Und so geht das dann weiter, bis wir dann bei Right rechts sind. Und von Right soll sich das Ganze zu Wrong verändern. Also falsch, wenn es klappt. Die Schaukel kommt zurück. Aha. Und dadurch fallen die Steine. Oh, oh. Aber das Wort kennen wir nicht so richtig. Strong ist irgendwie nicht so richtig.
einiges stehen. Also ich glaube auch, dass das am Ende doch wieder spannender wird, als alle glauben. Nochmal, 4 Millionen Steine wurden aufgebaut, 3.540.562 sind beim letzten Mal gefallen. Also das wird schon nachher auch wieder eine interessante Rechnerei werden. Also ein spektakuläres Projekt mit Schaukeln, die sind etwa 60 cm über dem Boden. Allein auf den Schaukeln sind 25.000 Steine, hat nicht geklappt, jetzt 26.606 beim nächsten Und das Projekt. Ist das Chamäleon. Die Farbe wechseln. Was soll passieren hier? Hier soll die Farbe verändert werden, die Farbe soll dem Hintergrund angepasst werden und das Ganze hat bei der Zunge begonnen, ganz schwer aufzubauen das Ganze. Es gibt ja manchmal so kleine Hilfsmittel, sehen aus wie Kämme, da kann man 10 Steine hineinstellen und dann hintereinander aufbauen. Hier geht das nicht, weil es natürlich eine Spirale ist. Jeder Stein wurde hier einzeln aufgebaut und das sind 26.606 gewesen. Und die Farbe hat unser Chamäleon wunschgemäß geändert. Wunderschöne Farben. Ich habe mal so richtig in den Farbtopf gegriffen. Und es klappt. Und sehe sich diese Gesichter an. Eine Bauerin aus Österreich ist das hier. Ja. Es ist eine ganz, ganz tolle Stimmung übrigens hinter den Kulissen hier, wie diese Bauer hier Freundschaften fürs Leben schließen. Manche verabreden sich und sagen, bist du nächstes Jahr wieder dabei? Ja, im Urlaub. Ist ganz, ganz toll, was Robin Paul Weyers hier für eine internationale Domino-Familie inzwischen aus aller Welt zusammengeholt hat. Und jetzt kommen wir zum ganz süßen Feld, nämlich mit Honig fängt man Fliegen. Auch so ein bisschen ähnlich wie mit Speck fängt man Mäusen, das kommt dann später auch nochmal. Hier geht es darum, dass eine Fliege zum Honig fliegt, könnte auch eine Biene sein. Sinngemäß im Deutschen kennen Sie es eher mit Honig fängt man Fliegen oder eben mit Speck fängt man Mäuse. Und die Linie um das Feld herum hat was vom Flug dieser Fliege, Sie hören sie auch. Immer wieder wird eine Wabe angestoßen, wonach dann die Steine in einigen Teilfeldern umfallen und Teile einer Fliege, die dem Honigvolk dann zum Vorschein kommen. Schließlich erreicht dann die Linie, wenn es funktioniert, eine stehende Abbildung. Die Steine fallen herunter und dann soll so richtig vollgefressene Fliege kommen. Ich sehe es eher ein bisschen wie eine Biene. Und die Waben fallen. Und dieses Insekt, was Sie nachher sehen, sieht ein bisschen aus wie so ein sechsarmiger E.T., wenn es funktioniert. Ein paar Waben stehen, ne? Aber es ist Bewegung noch im Feld. Vielleicht ist es auch ein bisschen klebrig da. Die Verbindungslinie geht hoch und jetzt müsste unser Insekt zum Vorschein kommen. Das Ganze auch mit 58.048 Steine. Ein insgesamt 4 Meter hohes Motiv. Da bleiben aber auch ein paar stehen. Es bleiben ein paar stehen. Aber das geht, das ist nicht viel. Und jetzt sehen Sie auch diese riesigen Augen dieses Insekts. Ja, sieht doch mehr aus wie ein Insekt als wie ein paar sind stehen geblieben. Aber die werden alle gezählt. Die Notare stehen schon daneben. Und Sie haben gerade eben ganz kurz eingeblendet gesehen, Ihre Schätzung, ob es denn nun klappt mit dem Rekord oder nicht. Sie können weiterhin anrufen und auch 10.000 Euro gewinnen. Wir sagen Ihnen nochmal schnell die Telefonnummern, falls Sie mitmachen wollen. 01379 70 7001 für Ja, wir schaffen den Weltrekord und 01379 70 700 und die 2 für Nein, wir schaffen es diesmal nicht. Was schaffen wir jetzt, Uli? Wir waren beim Wagen. Den Wagen, wohlgeschmiert, ist halb gefahren und das hat auch wieder funktioniert. Öl, frisches Öl in die alte Karre und die wird super schnell. Und aus dem alten Kutschfahrzeug ist ein Rennwagen geworden. Aber wenn ich da richtig hingeschaut habe, sind da auch etliche Steine stehen geblieben. 17.814 sollen jetzt fallen. Mit Speck fängt man Mäuse. Es ist ein Feld, wo die Mäuse auch wirklich abgehen, aber nicht alle Steine mitnehmen. Das ist witzig hier, das haben wir auch ausprobiert in der Werkstatt mit der Milch. Da hast du schon alles getan, wir haben es eben im Bericht gesehen, damit es schief geht. Aber ja, aber hier wird es funktionieren. Was soll hier passieren? Ja, wenn das, wenn dieses kleine Tellerchen voll ist, dann wird der Löffel natürlich nach unten fallen. Und ja, dann wird die Kettenreaktion hoffentlich weiter funktionieren. Mal aufpassen. Ganz am Ende so eine große Mauer. Ja, muss ja noch ein bisschen höher gehen. Wenn es dann weitergeht. Ja, hier ist es schon weitergegangen. Schade, dass man da von dem Löffel ein bisschen weggegangen ist, aber und ganz am Ende soll es noch ein Feld mit kleinen Mausefallen geben, aber
da, also stehen geblieben. Das ist immer schade. Da ist auch ein bisschen was, ja. Effekte sind stehen geblieben, auch ein paar Steine. Also Sie würden sich vorstellen, diese Aufbauer, diese Jugendlichen, die da stehen, die warten jetzt seit Wochen auf diesen Tag, dass ihr Effekt wirklich ausgelöst wird. Und dann passiert das nicht. Und dann ist man einfach traurig. Ja. Und dann ist aus die Maus. Also das hat, glaube ich, auch mit meinem Löffel aus nicht so ganz wie gut. Maus, aber hier laufen noch ein paar. Ja. Aber auch das funktioniert nicht weiter. Da bleiben auch etliche Steine stehen, nicht stark genug, die Mäuse sozusagen. Also eigentlich die ist das nächste Feld, die Mäuse sollten zu einem Handtuchfeld. Ah, vielleicht der Löffel jetzt doch noch gefallen, weil die freuen sich, das haben wir, das glaube ich, nicht mehr gesehen. Das Angstfeld schlechthin kommt eigentlich jetzt gleich mit 157.000 Steinen. Also das müssen wir sehr im Auge behalten, was gleich in wenigen Sekunden passiert. Hier mit dem Löffel hat es doch noch geklappt, Sie haben es gesehen. Jetzt kommt dieses Angstfeld, genau. Das zweitgrößte Feld des Domino Days 2002. Lichteffekte. Die Sonne geht auf bei der Pyramide. Und dann an den beiden Seiten klettern die Steine als Backup hoch. In jeder Ecke fallen die Steine dann nach unten. Viermal nacheinander. Und das wird gleich ganz laut. Ein Riesengerassel. Besonders interessant, dass in der Pyramide Steine Treppen hinaufsteigen. Mit einem Flaschenzugprojekt wurde das gemacht. Das ist alles darin verwurstelt. Und ich glaube, jetzt schweigen wir mal, weil das wird gleich einen Riesenkrach geben. Sollten Sie nicht verpassen. Es ist ganz leise geworden in der Halle. Ganz leise. Das Angstfeld. Ganz, ganz leise. Mehrfach zusammengebrochen. Aber jetzt scheint es in... Es geht nach oben. Ganz großen Schüben zu fallen. Und jetzt wollen wir auch gleich mal sehen, wie die Bauer jubeln. Go, 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 schreien sie alle zusammen. Ja, Achtung, was gleich nach unten geht, das wird richtig spannend und richtig laut. Erst müssen sie aber oben ankommen. Oh, jetzt schreien sie wieder. Jede Seite ist wieder ein neues Risiko. Jede Seite wird einzeln ausgelöst. Und jetzt geht's nach unten. Jawohl. Sauerei, aber sind da dann auch alle Steine danach gefallen?
war stehen geblieben. Sie steht, hat die Fingernägel in Dominosteinfarben lackiert, hat sich eine ganz eigene Domino-Mode übrigens hier inzwischen etabliert. Die haben zum Teil ihre Fußnägel so angemalt. Also festhalten müssen wir, da sind auch ein paar tausend Steine stehen geblieben. Wir nähern uns dem nächsten Feld vor einer weiteren kurzen Werbeunterbrechung. Und Sie haben es eben schon gemerkt, es gibt bei dieser Werbung einen sogenannten Split-Screen. Das kennen Sie bei RTL aus der Formel 1. Das heißt, Sie verpassen gar nichts in der nächsten Werbung. Vorher fallen aber nochmal 65.100 Steine. Und noch das wieder so ein kleines Denkmal, dass sich die Domino-Bauer selbst gesetzt haben, wie sie jeden einzelnen Stein auch hier gesetzt haben. Ein gelbes Feld mit der Abbildung eines knienden Domino-Aufbauers. Hier gibt es, das haben Sie schon gehört, einen extra Physiotherapeuten auch und einen Psychotherapeuten. Der Psychotherapeut für die verbogene Seele, wenn irgendwas umgefallen ist, und der Physiotherapeut für den verbogenen Rücken. Und den hatten fast alle hier. Das ist richtiger Leistungssport, was hier nochmal deutlich gemacht haben. Und das wollen wir mit diesem Feld auch nochmal zeigen. Und deswegen haben die es auch verdammt verdient, dass mal so ein Feld kommt, wo man sich selbst mal darstellt. Denn das sind die Stars. Die Aufbauer und die kleinen Steinchen, die haben hier diesen Job gemacht. Und wir sind weiter auf dem Weg zum Weltrekord. Noch ist nichts entschieden. Denn denken Sie daran, ganz am Ende, das größte Dominofeld, was es jemals gegeben hat. Über 1 Million Steine müssen da fallen. Und erst wenn dieses Feld wirklich erfolgreich funktioniert, haben wir den Rekord am Feld unten. Linda. Ein dumpfes Geräusch, wenn denn der Pendel nochmal dran vorbeigeht. Aber es ist ein so tolles Timing in diesem Jahr. Gleich wird der Pendel treffen. Sie haben wirklich keinen einzigen Stein in diesem Jahr verpasst. Nochmal knapp vorbei. Nochmal die Daten, nochmal die Fakten. Der alte Weltrekord, 3.540.562. Es standen hier heute von Beginn an 4 Millionen Steine. Es sind sehr, sehr viele gefallen. Ich schätze mal, vielleicht 5-6% sind stehen geblieben, mehr nicht. Und jetzt wird die entscheidende Frage sein, jetzt geht's erstmal weiter, ob am Ende das Millionenfeld denn zum Erliegen kommt. Das wird ganz entscheidend sein. Aber jetzt sind wir erstmal wieder unterwegs. Es geht um 28.250 Steine, Sehen und Ernten, die Überschrift. Es geht um sehr schöne Sonnenblumen, um ein sehr schönes Sonnenblumenfeld. Das werden Sie gleich sehen, wie hier die Sonnenblumen quasi auch im November noch erblühen. Hier ist nochmal die Überschrift, Sehen und Ernten, das wird also unser Thema sein. Jetzt sind wir zunächst mal beim Sehen, damit wir dann später auch ernten können. Und Sonnenblumen werden sich hier aufbauen. Es geht um eine Stiftung, die es hier in Holland gibt, ein Symbol für die fruchtbare Erde. Don nennen sie das hier. Wenn Sie nicht alle diese Sprichwörter kennen, die aus dem niederländischen Machtexplikat ist auch nicht. Wichtig ist, dass es hier wunderschöne Bilder gibt. Wie, du kanntest die nicht? Du hast mir die ganze Zeit gesagt, du kennst sie alle und jetzt sowas? Ich weiß, das ist hart, Uli. Ja, jetzt. Aber jetzt ich muss hier gelegentlich mitgelaufen. Aber hier sind sie, die schönen Sonnenblumen. Und ein kleiner Schritt zum Weltrekord. Ein weiterer kleiner Schritt. Lynn Domina de Mol von der ersten Domino-Sekunde wieder mit dem vollen Herzblut dabei. Immer wieder mittendrin zwischen den Bauern, Sie haben es gesehen. Wir kommen jetzt zu einem Feld, das ist auch so eine Überlieferung aus einem französischen Sprichwort. Der Hase im Busch ist noch kein Gericht. Der Hase im Busch ist noch kein Gericht. So ein bisschen geht es eben darum, man sollte das Feld des Bären nicht verkaufen, bevor er nicht erlegt ist. 27.471 Steine. Und da geht es jetzt eben darum, dass wirklich ein Hase im Busch ist und der ist noch kein Gericht. Das werden Sie gleich sehen. Da wird dann eben eine silberne Haube von einem Teller gezogen, wenn es funktioniert. Der Hase auch im Leben von Uli Potowski. Ein wichtiges Tier, sein Erfolgssingle damals. Lauf nicht wie ein Hase vor der Liebe weg. Heute noch heiß begehrten Redaktionskreis. Ja, und ich weiß, einer der wenigen, der sie gekauft hat. Das war ich. Das habe ich mit großer Überzeugung gemacht. Und in meiner persönlichen Lieblingssendung momentan, in der Lieblingsshow Superstar. Deutschland sucht den Superstar. Morgen Abend wieder bei RTL um 19.10 Uhr wird Uli Potowski noch einmal beim Casting antreten, um vielleicht doch noch in die Runde
der letzten 250.000 zu kommen. Und darauf freut sich Deutschland. Auch Dieter Bohlen freut sich schon darauf. So, der Hase. Superstar, das weißt du jetzt. Guck mal, der Hase ist Hase. Fertig. Er ist gekocht, erlegt. Sieht sehr vegetarisch aus, dieser Hase, finde ich. Oh, dem fällt das Messer aus der Hand. Ich muss sagen, persönlich mag ich nicht so gerne Hase, aber alles Geschmackssache. Frische, Herr, frische Haare. Steht da oben, kann man schlecht lesen. Frische Haare sollte das heißen, in Buchstaben geschrieben. Und das war so die Überraschung des Herrn. Wir sehen es nochmal hier in der Wiederholung, dass ihm eben vor Schreck das Messer aus der Hand fällt. 27.471 Steine sollten fallen und das ist hier auf dem Weg zum Rekord. Bei diesem Hasenfeld das Richtige. Wir machen jetzt einen Hasen und sind beim nächsten Feld. Und Projekt heißt hat über Dieb. 68.000 Steine. Und das Sprichwort dazu, man hängt keinen Dieb, bevor man ihn gefangen hat. Ist auch schwer. Und es läuft hier ein Lied, das ich irgendwie kenne. Ich glaube, das ist Spiel mir das Lied vom Tod. Hast du mich damit heute Morgen nicht geweckt, dass wir hier. Nein, es war was von Wagner. Es war was von Wagner, nicht Morricone. Aber das hier läuft auch wieder sehr, sehr easy. Aber das ist eine sogenannte Doppelrastertechnik, das wollen wir doch nochmal sagen. Sowohl obendrauf als auch auf der Rückseite sind Abbildungen aufgeklebt, die die Veränderung des Bildes einfach ermöglichen. Und der Mann, der eben noch da am Galgen ging, jetzt lächelt er und liegt auf dem Liegestuhl in der Sonne. Schwein gehabt. Jetzt kommt es zu einem Bild, da könnte es ein bisschen müffeln bei Ihnen zu Hause. Wird ein bisschen fischig hier. In Holland ist das natürlich ein zentrales Thema. Man sollte nicht Hering rufen, bevor er nicht im Netz ist. Auch so ein Sprichwort hier. Das heißt also auch nur so in die Richtung, man sollte nicht das Bärenfell verteilen, ehe der Bär erlegt ist. Also sich bitte nicht zu früh freuen. Das ist das Sprichwort, das dahinter steht. Es geht um Sprichworte. Die Linie kommt beim Fischstand herein und dann klettern die Steine in einer besonderen Vor- und Rückwärtsfalltechnik an den Fischgräten nach oben. So ist es geplant. Und dann fällt das Ganze auf den Boden. Der Hering entkommt dann. Und das Ganze dann am Ende mit einem Heringsschwarm. Die Tafel soll umklappen und der Text No Fish Today soll erscheinen. Nach einem alten Lied von Hermann Hermitz. Du hast heute noch nicht gesungen und ich warte die ganze Zeit darauf. Nein, nein, heute definitiv nicht. Das ist auch so schön gemacht. Nach oben und nach unten. Da hat er getüftelt. Ja, das ist eines seiner Lieblingsobjekte gewesen in diesem Jahr. Das ist so kompliziert. Rauf, dann wieder runter und umgekehrt. Also, das hat hervorragend geklappt. Das Ganze also auch so ein bisschen übertragen von dem Sprichwort No Fish Today. Da man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das heißt bei uns, wir haben auch noch keinen Rekord. Wir wollen hier nicht zu früh uns schon feiern als auf dem Weg zum Weltrekord. Klar, wir versuchen es hinzukriegen, aber auch ein ganz wichtiges Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Und hier müssen viele Dominosteine fallen, bevor wir am Rekord sind. Diese sind gefallen, insgesamt 33.142 sollten es sein. Und ich glaube, das haben wir fast komplett abgemacht. Hier sehen wir das Riesenfeld. Das dauert aber noch ein bisschen. Noch sind wir nicht da, aber das wird natürlich genau das entscheidende Feld. So was haben wir alle noch nicht gesehen. Über 1 Million Steine, der Hammer am Ende. Spaß an der Freude haben, lachen und weinen, laugh and cry. Das ist jetzt die Überschrift und das Sprichwort dazu, das passende Spaß an der Freude haben. Und da hat man sich hier einen Song ausgesucht von Lionel Richie. Den haben wir immer wieder irgendwie beim Domino dabei, beim Domino Day dabei. Hier fallen jetzt insgesamt 63.000 Steine. Und man kann auch sagen, an der Decke tanzen. Das sagt man in Amerika und in England schon mal. Wir sagen vielleicht Spaß an der Freude haben und all das sind die internationalen Sprichwörter. Das Lied von Lionel Richie Day. Auch Sie haben es eben gesehen. Die Disco schon mal einen Stein angestoßen hat. Dancing. Jetzt kommt. Da ist es. The Ceiling. Auch lustig, dieses Bild kann von zwei Seiten sozusagen über die Achse angesehen werden. Lionel Richie in der Show. Der sich damals ja auch unheimlich sympathisch präsentiert hat, lange mit den Bauern nachher noch gefeiert hat, Party gemacht hat, auch sein Lebensmotto in dubio prosecco, der hat ja richtig Gas gegeben nachher. 46.519 Steine für das nächste Motiv. Hier geht es darum, dass man seiner Frau freudefreien Lauf lassen kann. Sie hören es, Tulpen aus Amsterdam. Jetzt haben wir es doch noch geschafft. Die Holländer sagen hier, wenn man sich freut, wenn man nach außen seine Freude zeigt, die Blumen nach draußen stellt, kennen wir gar nicht, dieses Sprichwort, aber die Holländer
Wagen, der den Karren zieht. Der Karren und der Wagen scheinen sich dadurch zu bewegen, dass der Vorhang sich öffnet. Am Ende sollen dann aus dem Kasten, der hinten auf der Karre steht, feiernde Menschen mit Konfetti und Luftschlangen zum Vorschein kommen. Mal sehen, ob das funktioniert. Da sind sie! Stück pro Fläche. Ja. Es
ist spannend, denn immerhin sind wir noch nicht da. Jetzt kann es noch falsch gehen. Wenn etwas jetzt schief geht an die Ansteuerung da, dann wird das noch so sein, dass wir keinen Erfolg haben. Wir drücken die Daumen. Ich höre das noch. Ich höre eigentlich nichts mehr, Robin. Da kommt das Feuerwerk! Da! Feuerwerk! Kommt hoch! Und das Feuerwerk muss mitlaufen. Und jetzt ins Mitte. Das ist die Arbeit von 90 Leuten während 8 Wochen. Und sie haben hier durchschnittlich täglich 5 Stunden durchgebracht, um dieses Feld aufzubauen. Es muss fantastisch sein für die Aufbauern, jetzt zu sehen, dass alles funktioniert. Absolut. Da kommt es jetzt in unsere Richtung. Da kommt wieder. Wir können... Ja? Ja, das kommt. Mal schauen, die Tracks, ja, das sind die Spuren ins Mitte, die von Lila zum Orangen gehen und da gehen wir 8 Porträten. Dann sollten wir schon mal ein bisschen nach hinten, denn hier geht es gleich los mit dem großen Feuerwerk. Hier fallen die letzten Steine. Hier das 5. Block. Okay, und die letzte. Und funktioniert da auch? Ja, hier haben wir so die Dame. Ja. Die haben mir so einen Witz gemacht. Hallo China, hallo Japan, machen wir da was. Jetzt. Und jetzt die allerletzten, Robin. Und dann ist Domino Day 2002 gelaufen. Und es sieht gut aus. Super aus. Da kommen die. Yeah. For you. Komm hier jetzt. Und da kommt das. Das letzte Feld. Ja. Es kommt da. Ja, okay. Schön. We'll be right back.